Geschwindigkeit, gute Übersichtlichkeit bis hin zur dritten Kamera und 360. Beauties. Kann man doch ja sagen, weil das Design war wohl natürlich ganz wichtig. Also dürft noch applaudieren, das ist gar nicht so einfach, Freunde. Ja. Mit so viel Baggern und gegeneinander gedreht. Ja, ja. Und gar nicht so einfach ist es auch, einen guten Service zu haben. Und den haben wir und das ist ganz wichtig. Deswegen wollen wir den auch mal ganz kurz anschauen. Denn der Service ist gerade in diesen Tagen. Und wir wollen natürlich nicht Service haben, wo wir nicht brauchen. Deswegen gibt es verlängerte Serviceintervalle. Aber gut. Wenn wir einen Service brauchen, wenn wir ihn haben, und den haben wir an 1500 Händlerstandorten weltweit mit 8000 Servicetechnikern weltweit, überall auf der Welt und möglichst rund um die Uhr mit den entsprechend gut ausgerüsteten Fahrzeugen ausgerüstet, klar, ganz wichtig. Und das sorgt dafür, dass Ihre Maschine immer läuft. So viel das eine. Aber bei uns bei Volvo geht das Ganze noch weiter, denn wir bieten Ihnen die entsprechenden Lösungen heute. Hi. How are you? It's okay. Everything fine? Yeah, very good. Very good service. What's doing today? It's normal service. Okay, well, always on time. Mit den entsprechenden, auch technischen Lösungen sorgen wir dafür, mit den entsprechenden Paketen, dass Sie bestmöglich aufgestellt sind. Im Stand zum Beispiel, innen drin, 8 Shows täglich, wo wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Mehrwert für Ihre Fahrzeuge bestmöglich kreieren können. Herr Meister? Ja, bitte? Komm, mach mal, zeig mal ein bisschen was zu. Thema Servicefreundlichkeit, UV oder keine, die Pause machen. Mach mal die Klappbank auf zum Beispiel, dass wir mal sehen, wie schnell und einfach das geht. Ja, das geht also Kinder leicht, weil die Maschinen auch schon so konstruiert sind. Das ist Service von Volvo, wie wir ihn uns vorstellen. Everything's okay? Everything is very good. Dann in der Mitte, thanks a lot. Our Service! Sieht aus wie, ja, noch nicht so richtig nach Straße, soll aber eine werden. Und das geht auch jetzt relativ schnell, weil wir die entsprechenden Maschinen dann auch schon gleich am Start haben. Und die sollen jetzt hier aus diesem Durcheinander dann ein entsprechendes, ja, was man dann auch Straße nennen kann, mit unserem Walzer auch gleich drüber kann bauen. Hier zum Beispiel der ED220 mit Straßenzulassung, mit über 20 Tonnen.